War noch gleich die nächste Aufgabe. Kurve 14 hieß das Ganze. Mal gucken, ob wir die jetzt hier alle relativ flott fertig kriegen. Wenn wir jetzt hier ein paar Folgen, 4, 5 Aufgaben hinkriegen, wäre das natürlich klasse. Auch für den Fortschritt und so. Leider ist ja die Phase auch schon wieder, wobei das ja die letzte Phase sein sollte. Damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Let's Play SnowRunner, der Off-Truck Simulator auf dem PC, Folge 914. So, es geht weiter. Längere Zeit war ich mal wieder nicht im Game und bin entsprechend auch wieder raus. Ich habe nicht zufällig eine Route hier. Nee, natürlich nicht. Oh. Ach so. Warte mal, ist das die Map? Dann haben wir doch gerade erst die Werkstatt gefunden, oder? Warte mal. Ich mach mal ganz kurz hier die letzte Folge auf, um mal zu gucken, was wir überhaupt gemacht haben. Wir sind rumgefahren, haben dann die Werkstatt gerade gefunden, kann das sein? Ja. Das Problem ist, wenn wir Pläne gemacht haben, was wir jetzt machen wollten, habe ich keine Ahnung mehr. Die Aufnahme ist vom 11.03. Heute ist der 20.04. Ja, waren wir mal wieder knappe 1,5 Monate weg. Möglicherweise haben wir da verkackt. Wir haben da oben noch das Upgrade und die Werkstatt ist aber da ganz hinten. Das ist blöd. Was wir jetzt aber durch die Werkstatt natürlich machen können, ist den Truck hier erstmal wieder richtig zu machen. Das bringt er hier leider nix. Der ist gone. So. Und jetzt überlegen wir mal in aller Ruhe, was wir jetzt machen. Hier sind theoretisch ein paar Sachen. Ich meine, wir könnten hier ein paar Aufgaben machen. Wäre an sich erstmal kein Ding. Hier sind mal eben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sachen sind hier in der Nähe. Also, guck mal, das hier müssen wir von da nach da bringen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Machen wir es doch einfach. Setzen wir uns hier einfach mal jetzt die Pünktchen hin. Nehmen jetzt einfach auch mal wieder den anderen hier. Und dann let's go und so. Das wollte ich natürlich wieder. Hey, was ist denn das jetzt? Warum nimmst du denn nicht diesen Punkt? Ja. Toll, in der Zeit, wo ich die Punkte umgedingst habe, hätte ich auch außenrum fahren können. Naja. Okay. Unsere Windräder waren kaputt. Als wir sie selbst reparieren wollten, blieb mein Anhänger mit allem Werkzeug stecken. Hilfe ist nicht mehr nötig, aber ich hätte trotzdem gerne meinen Anhänger zurück. Kannst du ihn bergen. Gut, dass wir den Truck hier geholt haben, denn mit dem anderen hätte ich den jetzt hier nicht nehmen können. Umso besser. So.
So, und das Ganze, ja, dann höchstwahrscheinlich einfach nur... Wir fahren einfach den Weg. Ich gehe mal von aus, der kommt hier irgendwie wieder. Oder wir... Nein, der kommt hier wieder raus irgendwie. Und dann... Sind wir doch ganz easy da. Ja. Bitte mit dem richtigen Gang. Wir waren der spritmäßig unterwegs. Alles entspannt. Ach, das stimmt, wir waren ja gerade in der Werkstatt. Haha, ja. Der ist doch full. Full of energy. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wahrscheinlich meinten sie sogar das Windrad hier links. Aber wobei sind ein paar am Start. Und vielleicht auch nicht. Gut, das wird alles sehr flott erledigt sein. Hier lässt es sich auch gut fahren. Dann haben wir diesen kleinen Gefallen noch flott erledigt. Ach ja, was steht da? Farm? Okay. Ich muss mal schauen dann gleich, ob wir dann jetzt hier auch Aufträge oder ob wir jetzt wirklich sagen, ja komm, machen wir jetzt mal Aufgaben hier. Wenn die eh schon alle in der Umgebung sind, dann machen wir die vielleicht. Gibt's ja auch immer ganz gerne gute Sachen. Upgrades würde ich natürlich noch einsammeln, aber ich glaube, den Truck haben wir noch nicht. Ich hab, ach Gott, ich bin, das nervt. Es nervt, aber wie gesagt... Ich habe einfach dann nicht die Zeit gehabt, jetzt wieder über einen Monat nicht. Habe ein paar andere Sachen jetzt wieder. Ich habe tatsächlich wieder es geschafft, die Truck-Simulatoren. Euro Truck und American Truck Simulator. Da mal wieder ein paar Folgen zu machen. Sind noch nicht draußen. Danke, du hast mich gerettet. Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung von Windturbinen habe. Mein Fachgebiet ist und bleibt der Ackerbau. 340 Erfahrung und 2850 nehmen wir auch mit. Nee, genau, das, hab da wieder ein paar Folgen aufgenommen von beiden Games. War auch wieder richtig schön, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wollte ich heute eigentlich auch machen, weil ich gerade wieder übelst Bock habe auf die Games. Und dann habe ich aber auf meinen Uploadplan geschaut und habe gesehen, ja, SnowRunner soll für mich morgen rauskommen und ich habe die Folge nicht. An sich bin ich ja, wie gesagt, an dem Punkt, wo ich dann sage, ja gut, wenn ich keine Folge da habe, wo ich es geplant habe, dann ist es halt so. Andererseits war es dann heute wiederum so, dass ich ja heute sowieso aufnehmen wollte, heute Abend. Und ja, wenn ich dann sehe, ja, die Truck-Simulatoren habe ich noch nicht mal eingeplant in den Upload gerade. Und SnowRunner ist da schon, steht da schon drinne und noch nicht aufgezeichnet und ich will heute eh aufnehmen, dann, ja... Bin ich halt jetzt spontan zu SnowRunner geswitcht, war ich ja auch länger nicht mehr drinne und ja, muss man ja jetzt auch irgendwie weiterbringen. Also beziehungsweise ich will. Ja, und deswegen machen wir das jetzt hier heute. Deswegen sitze ich jetzt wieder hier und fahre mit dem Offroad Trucks durch die Gegend. Mach ein bisschen die Reifen schmutzig. Habe ich die Route jetzt hier über den Dings? Ja, ah ne, hier vorbei, okay. Ah, schöne Gegend, also kann man nichts sagen. Dann machen wir gleich die nächste Aufgabe, Kurve 14 hieß das Ganze. Mal gucken, ob wir die jetzt hier alle relativ flott fertig kriegen. Wenn wir jetzt hier ein paar Folgen, 4, 5 Aufgaben hinkriegen, wäre das natürlich klasse. Auch für den Fortschritt und so. Leider ist ja die Phase auch schon wieder, wobei das ja die letzte Phase sein sollte. Es sei denn, Expeditions, der Nachfolger hier, kommt so schlecht an, dass die sagen, okay, dann machen wir lieber SnowRunner nochmal weiter. Aber unwahrscheinlich.
Ich denke, SnowRunner hat auch für das, was es ist, so viel Inhalt dazu bekommen. Ich glaube, dass da können sie schon mit zufrieden sein. So, ein paar Jungs aus Tennessee haben in dieser Gegend ein Sumpfrennen veranstaltet. Eine Art Rallye. Ein Auto ist dabei liegen geblieben, hat sogar einen Preisträger blockiert. Lasst es uns aus dem Weg räumen. Sieht schon wieder nicht gut aus. Oh, der ist doch nicht auf der ganz anderen Seite, oder? Oh, weia, okay. Da ist sogar ein Wettkampf, dass wir das dann auch selbst machen, ist ja interessant. Ja, machen wir einfach und nehmen die anderen Aufgaben in der Zeit auch noch mit am besten. Das Schöne ist ja, es ist nur Asphalt hier. Also wir können die noch auf dem Weg mitnehmen. Wir nehmen auf jeden Fall die noch auf dem Weg mit. Und hier ist ja wirklich fast durchfahren, nur Asphalt. Und hier komme ich dann hoch auf ganz easy, entspannt. Und ja. Da muss ich noch reparieren und tanken. Habe ich aber genug. Und da muss ich den dann noch aber hinziehen. Gut. Ja, ja, sehr gut. Da. Dann machen wir es auf. Ein bisschen zu fahren ist es ja wieder. Dann ist das so. Feste Laterne, Mensch. So, was haben wir hier? Ich wollte mit meiner Freundin einen romantischen Nachtausflug machen, habe Blumen besorgt, aber unterwegs ist der Wagen stecken geblieben. Ich musste ihn zurücklassen, die Romantik war futsch. Ach ja. Sorry, Bro. Aber man hat gute Tage, man hat schlechte Tage, ne? Wartet nicht so. Garage. Ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht schon das Auto erreichen können heute. Ist aber sehr optimistisch. Aber wir probieren es. Also eine Aufgaben sind natürlich einfach welche, die ein bisschen Zeit rauben. An sich ist es ja nicht viel. Was man machen muss, holen und da wieder hinziehen, aber naja, die Distanz ist natürlich was. Was man nicht aus den Augen verlieren sollte, sorry. Ich bin schon wieder müde, ich habe eigentlich heute, habe ich echt viel gepennt, aber wahrscheinlich war es wieder zu viel. Es ist immer so, wenn man zu lange schläft, dann ist es auch nicht gut. Wenn man einmal ein bisschen Defizit der Woche aufholen und dann, naja, ist man auch wieder am Arsch. Naja. Kochen Thai, sie haben einen großen Auftrag. Ich denke, du solltest ihn erledigen, jetzt wo die Züge wieder fahren. Irgendein reicher Typ braucht einen neuen Heizkessel für die Farm, die er gerade gekauft hat und neu gestalten will. Boah, das ist eine fett bezahlte Aufgabe. Das ist krass. Ja. Ich kann gleich mal auf meine Uhr gucken, wie lange ich heute gepennt habe. Würde mich mal interessieren. Warte, war? Man, gut, irgendwann ist man wach und wälzt sich hin und her im Bett, ne? Aber das zählt die Uhr dann auch immer mit, solange man sich nicht bewegt. Ich guck mal ganz kurz nach. Würde mich nämlich jetzt mal echt brennend interessieren. Ja, 11 Stunden 13 zeigt sie an. Ja, kommt gut hin, tatsächlich. Ja, ne? Das ist halt, ist schon mal eine Zeit, ne? Road closed. Naja, komm. Nicht für unseren Truck hier. Der fährt durch, du.
wenn der Rechner mitmacht, natürlich. Überhaupt. Ja. Das war ein Großteil meiner Federung. Der Treibstofftank hat es jetzt zum Glück nicht so zerlegt. Ich brauche halt die Reparaturteile für den Chevrolet. Hätte ich jetzt ungern in meinen Tank reingezimmert, wobei ich glaube, dass wir so viele Teile haben, dass das egal wäre, aber ja. Wie ist der, wie es ist? Sorry. Echt schlimm. Echt Wahnsinn. Verstehe ich nicht. Bei so viel müsste man eigentlich... Ja, das Problem ist immer die Zeit, ne? Ist ja dann immer das Schlimme an dieser Spirale. Dann jetzt ist man müde, könnte wieder schlafen gehen, obwohl man eigentlich erst vor, was weiß ich was, ein paar Stunden aufgestanden ist. Dann später, wenn dann eigentlich Schlafenszeit wäre und du willst schlafen gehen, dann bist du hellwach. Und dann, wenn du hellwach bist, gehst du auch nicht schlafen, also bleibst dann doch wieder 3 Stunden nochmal und dann wird es wieder so spät und naja, und so nimmt es halt seinen Lauf halt, ne? Das ist das, was mich in letzter Zeit auch so ein bisschen stört, muss ich sagen. Aber gut. Man kann sich drüber beschweren, man kann es auch lassen letztendlich. Ist das halt so. Schaffen wir es ja sogar doch noch. Das ist, aber hier könnten wir dann unseren Rallye-Truck aus der siebten... War das die siebte Phase? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das ist genau daraus noch übernommen. Oder war es die achte? Neunte? Ich habe keinen Plan. Ich muss... Ach, ich habe die falsche Aufgabe gerade in der Verfolgung. Hier ist nämlich der Jar. Stellst du doch aber mit der Winde was machen können, du. So. Der muss erstmal repariert werden. Vollgetankt werden. So, reparieren will ich gerne den Jar. Und zwar braucht der... ich habe gar nicht so viel, aber da... Shit! Egal, wir fahren an der Werkstatt vorbei, alles gut. Ich repariere ihn jetzt mal noch nicht. Am besten repariere ich ihn jetzt einfach noch nicht. Falls mir was passieren sollte, kann ich meinen Tank nicht reparieren oder so, dann das wäre blöd. Dann machen wir das doch erst später. Neben der Werkstatt dann. Ja, der andere Zix hatte wesentlich mehr Reparaturpunkte dabei. Aber der hat halt die niedrige Sattelkupplung und einen Kran noch. Naja, jeder hat seine Vor- und Nachteile, ne? Alles gut. So. Wir müssen uns mal eine Rückroute bauen. Einfach nur zur Sicherheit. Ja. Dann fahre ich hier nochmal irgendwie raus und dann
können wir den auch in der nächsten Folge tatsächlich abgeben. Ja, das ist ja auch für den Truck hier wirklich das die kleinste Arbeit, sag ich mal. Das ist die kleinste Arbeit. Ja, wie gesagt, den Wettkampf, wenn wir den irgendwann mal machen, dann mit dem, mit diesem Rallye-Truck da. Dafür haben wir ihn ja. Ich würde dann sagen, Freunde, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. In der nächsten Folge fahren wir dann zurück, liefern den ab. Sollte hoffentlich alles passen. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.